Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin nun auch schon ein paar Tage länger hier in diesem Parlament, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, als ich diesen Antrag zugesendet bekommen habe, so entrüstet, so aufgebracht, ich weiß nicht, ob ich das schon mal jemals bei einem Antrag war. Und wenn ich in Ihre Reihen schaue und ich versuche ruhig und besonnen zu bleiben, aber ich gehe davon aus, dass es bei diesem Antrag nicht möglich ist. Also was Sie hier vom Stapel lassen, und ich will Sie jetzt nicht zitieren, was Sie vorhin gesagt haben, eben als der Minister gesprochen hat, vielleicht sollten Sie das selbst nochmal gerade stellen, wie viele konkrete Fälle Sie haben, ob es tatsächlich nur einer ist und dann diesen einen Fall, sofern er dann stattgefunden hat, davon gehe ich mal aus, wenn Sie das noch behaupten, inwieweit Sie das verallgemeinern und hier die Bundeswehr und die gesamte Lehrerschaft verunglimpfen mit so einem Antrag, das ist anmaßend und für mich nicht akzeptabel und unmöglich. Sie unterstellen mit Ihrem Antrag, dass die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern hier militärisch missbraucht werden. Das ist der Grundtenor Ihres Antrages. Wenn Sie wenigstens sich noch, ich gehe nicht davon aus, wenn Sie sich dann noch die Anfrage von Frau Oldenburg dann als Arbeitsgrundlage genommen hätten und hier eindeutig alles informiert ist, auf einige Dinge ist der Minister eingegangen, aber es ist mir einfach zu wichtig, deswegen sage ich es an dieser Stelle nochmal. Die Bundeswehr kann die Schule nur betreten auf Einladung der Schule. Auf Einladung, das ist ein wesentlicher Punkt. Ich will auch noch einen zweiten Punkt nennen. Wenn sich dort jemand unwohl fühlt und sagt, er möchte an solchen Veranstaltungen nicht teilnehmen, dann kann er nach Schulgesetz, auch das ist hier in der kleinen Anfrage beantwortet worden, nach Schulgesetz Paragraph 8 Absatz 1 auf Antrag zeitlich vom Unterricht befreit werden. Das sind sicher, ist ganz klar. Dann ist es weiterhin geregelt, dass keine Werbung erfolgen darf. Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Wir haben gebildete Pädagogen, die anwesend sind, die das Unterrichtsgeschehen vorbereiten, das Pro und Contra abwiegen. Auswerten mit den Schülern, sehr richtig. Ich will Ihnen ehrlich sagen, es ist unglaublich, was Sie hier auf den Weg gebracht haben. Aber da Sie wahrscheinlich eine Lebenserfahrung haben, die nicht meiner entspricht, konkret als Antragstellerin, will ich hier die Gelegenheit mal nutzen und Ihnen sagen, wie militärisch perfekt das alte System in der DDR funktioniert hat. Ich will Ihnen das anhand von einigen Beispielen hier mal vorführen. Ich bin auch froh, dass da hinten eine Zuhörerschaft sitzt, die etwas jünger ist, damit wir mal wissen, wovon wir überhaupt reden hier. Bei den jungen Pionieren in der DDR, da ging es los mit Manöver Schneeflocke. Herr Jäger, Sie werden das bestätigen können. Da haben wir uns morgens auf dem Schulhof getroffen. Dass Sie zur Führungselite damals gehörten, Herr Ritter, das brauchen Sie nicht unnötig betonen. Da haben wir uns morgens auf dem Schulhof getroffen, dann gab es Karte, Kompass und Marschbefehl. Und dann ging es ab. Das war die Realität. Das ging weiter, 6., 7. Klasse, habe ich live erlebt. Da gab es einen Beauftragten in der Schule, der hat Sie in das Zimmer zitiert. Da saßen Sie als 12-, 13-jähriger Bursche, saßen Sie dort und sollten vergattert werden für 25 Jahre Armee. Da wussten Sie gar nicht, wie Sie argumentieren konnten oder wollten. Sie wurden in die Enge getrieben. Nach dem dritten Gespräch haben meine Eltern Bescheid sagen lassen, sie möchten sich an die Elternschaft wenden und mich in Ruhe lassen. Das war militärische Drangsalierung in den Schulen. Das war aber erst der Anfang. Ich will da mal weitermachen. Ich habe mir das extra noch mal rausgesucht, weil manche Sachen vergisst man ja. Wehrpolitische Erziehung. Ja, ich reg mich auf, dazu stehe ich. Wehrpolitische Erziehung. 78, 79 als obligatorisches Pflichtfach in den Schulen eingeführt. Es gab einen theoretischen und einen praktischen Teil. Wurden Sie ins Wehrlager geschickt als Jugendliche. Die Maßnahmen, die dort anstanden, waren Gebrauch einer MP, Einsatz von Gasmasken, das stand auf F1, Handgranaten, Zielweitwurf. Das ist eine kurze Darstellung, was dort ablief. Das waren, ich weiß gar nicht mehr, ob ein oder zwei Wochen ging dieses Lager. Da wurden sie angeleitet durch Ex-Offiziere vielleicht und Ähnliches. Das waren Katastrophen, die abliefen. Und das waren Pflichtveranstaltungen. Das war in dem alten System gang und gäbe. Die Mädchen wurden in Zivilverteidigungslager geschickt. Und die DDR hat das ganz klar definiert, was da abgehen sollte. Dort sollten sie im Schulunterricht auf den Grundwehrdienst vorbereitet werden.
Sie sollten auserkoren werden für Verpflichtung 3 Jahre Armee oder 25 Jahre Armee, Einsatz Grenztruppen, Perspektive MFS. Das war Ziel dieser Übung. Das gesamte System war so durchsetzt. Und wenn Sie dann die 10-klassige Schule verlassen haben, in der Berufsausbildung ging es weiter über GST-Ausbildung. Wenn Sie auf der EOS waren, haben Sie entsprechende Ausbildung dort erhalten. Das war der Einstieg ins Leben. Wenn Sie studieren wollten, und ich als Berufsschullehrer war selbst dabei, dann haben Sie Ihr Lager gehabt, da wurden Lehrkräfte mit militärischer Begleitung verpflichtet, dann wurden Sie rausgezogen als Abiturschüler, dann gab es die Ansage, 3 Jahre Armee. Wenn Sie das nicht wollen, wurde Ihnen sofort gedroht, dass Sie nicht studieren dürfen. Das war die nächste Etappe. Das Ganze endete, wenn Sie an der Hochschule gelandet sind, Herr Jäger. Sie werden das wissen. Dann gab es dort entsprechende Räumlichkeiten, dann wurden Sie gebeten, sich bereit zu erklären, Reserveoffizier zu werden. Wenn nicht, dann ging es schon wieder los, Androhung, was mit Ihrem Studium passiert. Das war militärische, perfekte Durchdringung des Schulsystems. Und Sie kommen hier, wir haben eine Vereinbarung wie dargestellt, auf freiwilliger Basis und verunglimpfen, wie gesagt, nicht nur die Armee, die Bundeswehr, deren Soldaten, deren Angehörigen, das ist eine Parlamentsarmee. Sie verabschieden mit Aufträge, Auslandseinsätze, da müssen Sie mal fragen, was haben Sie damals gemacht, 2003, 2005 in den Jahren. Und hier agieren Sie so und als letztes greifen Sie auch noch die Lehrer an, das ist unmöglich, ziehen Sie den Antrag zurück. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Renz.